Nächster Redner ist jetzt der Abgeordnete Mr. Gerhard Kanjak. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin. Ja, auch ich beziehe mich auf den Tagesordnungspunkt 15 und auf den Bericht des Rechnungshofes zum Nationalen Aktionsplan Ernährung. Und das, was der Rechnungshof hier festgestellt hat in seinem Beobachtungszeitraum von 2011 bis 2016, ist eigentlich ein erschütterndes Bild, wenn Sie mich fragen, denn es zeigt, dass hier ein sehr ernstes Thema sehr stiefmütterlich behandelt wurde und dass hier Alibi-Ziele formuliert wurden, die in keinster Weise geeignet waren, den tatsächlichen Gesundheitszustand der österreichischen Bevölkerung oder auch den tatsächlichen Ernährungszustand der österreichischen Bevölkerung zu messen und einen Erfolg der getroffenen Maßnahmen festzustellen. Denn der Nationale Aktionsplan Gesundheit sollte eigentlich als Zieldefinition eine Reduktion von Fehl, Mangel oder auch Überernährung bewirken und vor allem diesen Trend zu Übergewicht und Adipositas stoppen. Und so hat sich nicht nur der Rechnungshof, sondern auch ich mir die Frage gestellt, wie man das mit drei Zielgrößen, nämlich dem Pro-Kopf-Verbrauch von Obst, dem Pro-Kopf-Verbrauch von Gemüse und dem Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker feststellen soll. Das ist eine sehr, sehr indirekte Messgröße. Ich würde wagen zu behaupten, eine vollkommen ungeeignete Messgröße. Dabei gibt es diese Messgrößen in der Medizin ja durchaus. Ich würde sagen, Körpergewicht, Body Mass Index und Bauchumfang wären sehr gut geeignet, um da einen Ernährungszustand bei der österreichischen Bevölkerung festzustellen. Und wenn man das Ganze dann auch noch mit tatsächlichen ernährungsbedingten Erkrankungen kombinieren würde in der Datenerfassung, so wie das der Rechnungshof auch angeregt hat, Bluthochdruck, Hypercholesterinämie und ähnliches, Diabetes natürlich, dann hätten wir hier tatsächlich eine Aussagekraft und valide Daten, an denen wir den Erfolg von Maßnahmen beurteilen könnten. Die drei Projekte, die durchgeführt worden sind im Beobachtungszeitraum und für die gut eine 500.000 Euro pro Jahr im Durchschnitt ausgegeben werden, die sind alle sehr gut, das haben meine Vorredner auch schon gesagt, aber ob sie tatsächlich etwas gebracht haben, ob sie effizient waren, das steht in den Sternen und ist zu bezweifeln. Und wer glaubt, dass nach dem Beobachtungszeitraum, der hier geprüft wurde, der Nationale Aktionsplan Ernährung verbessert wurde, den muss ich leider enttäuschen. Auch der bis heute noch gültige Aktionsplan Ernährung sieht keinerlei Verbesserungen in den Steuerungsgrößen vor oder auch bei den getroffenen Maßnahmen. Und wir haben im Rechnungshofausschuss den Herrn Bundesminister für Gesundheit auch gefragt, wie denn seine Pläne aussehen, welche neuen Ziele er denn definieren möchte jetzt für den nächsten Aktionsplan Ernährung, der ja schon überfällig ist, hat er uns leider Gottes keine Antwort geben können. Er hat leider Gottes noch keinen Plan. Dass das Ganze aber in der Realität eine drastische Entwicklung hat, das kann ich Ihnen anhand von einem Beispiel allerdings verdeutlichen. Wir haben in den vergangenen Jahren bis 2019 einen sukzessiven, aber langsamen Anstieg gehabt bei Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen. Im Sommer 2019 waren ungefähr 20% der österreichischen Kinder und Jugendlichen übergewichtig oder adipös. Und in dem einen Jahr von 2020 auf 2021 ist die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas bei den Kindern und Jugendlichen um weitere 5%, also um 25% gesprungen, von 20 auf 25% Prävalenz innerhalb von nur einem Jahr. Und das war das erste Corona-Jahr. Das war das Jahr, in dem die Kinder und Jugendlichen im Distance Learning waren, Sportunterricht und Vereinstätigkeit auch darüber hinaus nicht stattgefunden hat, die Vereine überhaupt zugesperrt waren und jetzt in weiterer Folge sind wir auch damit konfrontiert, dass es Eintrittsregelungen gibt, wie ein- oder 2G-Regelungen in Sportstätten, Indoor-Sportstätten, aber selbst für Jahresskikarten braucht man mittlerweile einen 1G-Nachweis. Das heißt, es werden unzählige Maßnahmen jetzt aktiv getroffen, die unsere Kinder und Jugendlichen auch weiter von Bewegung und Sport abhalten. Und das wird man mit Ernährung nicht kompensieren können, meine sehr geehrten Damen und Herren, sondern hier haben wir eine veritable Krise, wo wir sofort und rasche Maßnahmen auf allen Ebenen brauchen und wo wir natürlich auch entsprechendes Datenmaterial brauchen. Und deshalb bringe ich folgenden Entschließungsantrag ein. Der Abgeordnete Magister Gerhard Kanjak, Petra Steger und weiter Abgeordneten betreffend gesunde Ernährung, Sport und Bewegung fördern. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport sowie der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz werden aufgefordert, schnellstmöglich zielführende Kampagnen und sinnvolle Initiativen zu entwickeln, um eine Trendumkehr des steigenden Übergewichts und Adipositaszahlen in Österreich zu erreichen und die Gesundheit der Österreicher zu verbessern. Vielen Dank. Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, er ist ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch in Verhandlung. Am Wort ist nun Magistra Ulrike Fischer. Bitte, Frau.